Texten. Also ich stell noch mal die Anwesenheit fest. Anwesend sind Simone, Stefan, Frank, Nico, dieser Marc, Hans-Jörg, Dirk, den Joachim haben wir gesehen, der Thorsten ist da, Michelle ist da, der Oliver ist da. Der Lukas ist auf dem Weg. Lukas ist auf dem Weg, steht da auch, guck mal, kann sogar. Und die Birgit musste noch nach unten schreiben. So, es sind also 11 MDL anwesend. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da fehlt einer. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17. Im Protokoll fehlt ein MDL. Wer findet den fehlenden, das fehlende MDL? Ach, da unten steht ja noch einer. Oh. Alles klar. Ja, alles klar. Das habe ich gerade nicht gesehen. Das kriegt ihr jetzt hin. Irgendwie, wir machen weiter mit Top 0. Passieren Dinge. Top 0, Formalia. Wir brauchen Top 1 für was anderes. Okay, Formalia, wir sind beschlussfähig. Ich sehe und habe auch von gestern keine Anmeldung für nicht öffentliche Teile im Kopf, aber eigentlich haben wir Top minus 1. Nein. Wenn wir die einfach nur abstimmen ohne Diskussion, dann sind die öffentlich. Also ich beantrage mal einen halbstündigen, ach komm, eine Stunde nicht öffentlich für die eventuelle Diskussion zu Beschlussvorlagen, die dann nicht öffentlich geführt wird. Gibt es sonst noch Anmeldungen für nicht öffentliche Teile? Das ist nicht der Fall. Ist jemand dagegen, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil durchführen oder möchte sich enthalten? Das ist auch nicht der Fall. Dann machen wir also eine Stunde nicht öffentlicher Teil am Ende. Nein, nicht öffentlich. Nicht öffentlich, nicht öffentlich. So, dann Top 1. Der Entschließungsantrag. Möchtest du da was zu sagen, Grumpy? Sehr gerne. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja die letzten drei Wochen nichts anderes gemacht, als einen Entschließungsantrag zu töpfern. Die letzte Entwurfsversion. Bitte? Ich meinte jetzt eher die Fraktion als Gesamtes in diesem Fall. Inklusive aller für uns arbeitenden Menschen. Der letzte Stand ging per E-Mail rum und liegt mehr oder weniger allen digital zumindest vor. Ich würde dann ganz gerne von allen entsprechend das Votum haben, damit wir diesen entsprechend einbringen können. Gut, gibt es zu dem Entschließungsantrag Wortmeldungen? Toso habe ich schon gesehen. Toso. Ja, danke schön. In den Entschlussteil ist irgendwas zu Sperrklauseln reingerutscht. Das findet sich so im Text nicht so richtig wieder. Erstens gehört es kaum in den Haushaltsänderungsantrag und zweitens entscheiden über die Sperrklauseln im Land der Landtag und hinterher eventuell Gerichte, aber die Landesregierung halt nicht. Wenn wir irgendwas von der Landesregierung fordern, hat das halt an der Stelle nichts mit Sperrklauseln zu tun. Vielleicht streichen wir es bitte einfach nur ersatzlos raus. Nico. Der Beschlussteil wurde gestern erstellt und ich war zumindest auch involviert. Wenn ich das richtig sehe, hatten wir, so hat das HFA-Team, die Zwischenüberschriften aus den
Antragsteilen genommen und daraus sozusagen die Ziele rauskondensiert. Ich suche gerade nach der Stelle. Vielleicht kann mir das sonst noch jemand. Ja, ganz genau. Auf Seite 15 findet sich diese Zwischenüberschrift. Sperrklauseln sind demokratiefeindlich und entwerten Wahlen. Das passte jetzt sprachtechnisch nicht so gut in den Beschlussteil rein. Deswegen wurde es etwas gekürzt. Aber wie gesagt, da wurde jetzt nichts hinzugefügt, was nicht schon seitens der Fachbereiche selbst aufgegriffen wurde. So. So. Ja, dazu habe ich gerade noch mit den Referenten aus dem Fachbereich Kommunal gesprochen. Es geht ja um die kommunale Sperrklausel. Von beiden ist das nicht eingebracht worden. Von mir auch nicht als federführenden MDL an der Stelle. Ich weiß nicht, wer es eingebracht hat. Es gehört da nicht hin. Und es bleibt einfach bei der Aussage, dass zu Haushaltsänderungen einfach keine politische Debatte über Sperrklauseln gehört. Frank Danico. Ja, auch wenn das hier nicht ein Haushaltsänderungsantrag oder irgendwie sowas ist, sondern ein Entschließungsantrag und der natürlich ein größeres Spektrum abbildet, würde ich dich an dieser Stelle unterstützen, Toso, und auch anregen, auch wenn das gestern schon da drin stand und ich an einer anderen Stelle die Dinge durchgeguckt habe und nicht an der Stelle, könnte ich mir auch vorstellen, sowohl den Textteil, diesen einen Block, wie auch in dem Beschlusspunkt den einen Satz, die eine Zeile rauszustreichen. Was nichts damit zu tun hat, dass wir irgendwie für Sperrklauseln werden oder so. Im Gegenteil. Also wir sind ja, das ist kein Haushalt, hat Frank schon darauf hingewiesen, es handelt sich ja nicht um einen Haushaltsänderungsantrag, sondern es handelt sich um unseren Entschließungsantrag, den man auch gerne als Gegenentwurf zu einer Regierungserklärung verstehen kann und damit unseren gesamten Politikansatz ja auch darstellen soll. So lesen sich ja auch die Kapitel, die ja halt dazu, der Raum wird ja dazu genutzt, unseren Politikansatz zu erklären und sich jetzt nicht an unseren oder anderen Haushaltsänderungsanträgen abzuarbeiten. Und ich habe jetzt zwei Fragen. Erstens, warum können wir das, wenn das unsere Forderung ist, das nicht da aufnehmen? Und die entscheidendere Frage ist, warum müssen wir das jetzt dienstags um 20 nach 10 diskutieren, wo dieser Textteil jetzt nun schon länger bekannt ist und schon mehrmals versendet wurde? Und das ist jetzt nicht eine Änderung, die erst heute Nacht aufgegriffen wurde. Das, ich verstehe. Kann Grumpy vielleicht auch noch was zu sagen? Jetzt ist er leider gerade selber nicht am Platz. Also die zweite Frage können wir natürlich jetzt hier nicht klären. Allerdings könnten wir, ja, kann man schon klären, aber nützt ja nichts. Jetzt gerade müssen wir den Antrag so oder so abstimmen. Von daher, ich fasse das mal auf, euer beider Votum als eine Abstimmung darüber, ob dieser Teil in den Text soll oder nicht. Man kann den Text natürlich so lesen, dass man sagt, das ist der Entschließungsantrag zum Haushalt, ja, gebe ich dem Toso recht. Man kann den Text auch so lesen, dass das so ein bisschen unser Politikansatz fürs nächste Jahr ist. Wir erzählen schon mal, was wir so an grundlegenden Zielen haben und das ist halt einfach eine unterschiedliche Sichtweise und dementsprechend kann man es so oder so machen. Zumindest sehe ich das so. Von daher würde ich einfach sagen, Toso, dann nochmal Nico. Beim Aufruf, an diesem Entschließungsantrag mitzuarbeiten, ging es halt darum, dass wir Haushaltsänderungsanträge formulieren sollten aus unseren Fachbereichen. Mag auch an mir liegen, dass ich es überlesen habe oder dass es mir nie zur Kenntnis gelangt ist. Ich bin in meiner Erinnerung nicht aufgefordert worden, ein Grundsatzprogramm fürs nächste Jahr da reinzuschreiben, was ich so politisch so vorhabe. Mag aber auch alles an mir liegen. Gleichwohl bleibt es bei der Grundkritik, weder von den Fachreferenten noch von den Fachabgeordneten ist das eingebracht worden. Wir können das grundsätzlich so machen, dass wir da keinen Wert drauf legen und sagen, das mit der Arbeitsteilung machen wir jetzt nicht mehr, wir machen jetzt alles wie immer rundherum.
möchte ich gerne einfach nur die Info haben, würde ich mich dann halt entsprechend auch nachrichten. Ich glaube, da liegt tatsächlich ein Missverständnis vor, Toso. Also ich glaube, das HFA-Team hat sehnlichst darauf gewartet, dass sich jeder MDL optimal einbringt, frühzeitig, da auch mehrmals erinnert und aufgerufen und motiviert. Und hat alle Fachbereiche, weil es hier ein Entschließungsantrag für den Gesamtpolitikansatz der Fraktionen geht und natürlich für die einzelnen Fachbereiche, die einzelnen Fachteams natürlich auch zuständig sind und eingebunden werden müssen. Und das ist ja auch nun frühzeitig geschehen. Vor 3 Wochen wurde dieser Prozess angestoßen. Und von daher geht die Kritik ein bisschen fehl. Dann würde mich gerne interessieren, wer denn den Bereich dann diesen Bericht oder Textentwurf unabgesprochen mit dir eingereicht hat. Hans-Jörg. Ja, mir geht es ähnlich wie Toso. Mir ist das auch durchgegangen. Da fehlt jetzt also auch Umwelt. Ich weiß auch nicht, ob Heidemarie darin involviert war. Ich habe nicht den Eindruck. Der Bereich zur Energiewende, der gefällt mir ganz gut. Das ist soweit für mich okay inhaltlich, was da steht. Aber also ich hätte sonst auch noch was vielleicht zur Umwelt schreiben können zusammen mit Heidemarie, aber das ist da jetzt nicht drin, finde ich. Aber auch, ein bisschen ärgerlich, weil die Landesregierung halt eine Nachhaltigkeitsstrategie fährt und die jetzt nicht, diese Nachhaltigkeitsstrategie halt nicht konsequent fährt, weil sie zu viele Widerstände hat in der Landwirtschaft zum Beispiel. Und da hätten wir auch auf die Landesregierung draufhauen können an dem Punkt. Das ist da jetzt nicht mit drin. Ich weiß offen gesagt nicht, warum mir das durchgegangen ist. Also ich lese die relevanten Listen und also irgendwie ist das dann nicht mit Alert genug gekennzeichnet gewesen, die Mails. Weiß ich nicht. Also, kurze Erklärung. Wir versuchen gerade herauszufinden, woher das im Original kam. Wir gehen gerade noch davon aus, dass es wahrscheinlich aus einem der Kernarbeitskreise da in den Text mit reingekommen ist. Leider lädt das Pad nicht. Zwangsläufig. Langsam bis nicht, sage ich mal vorsichtig. Weil ich Adminrechte habe und er alle lädt. Hier kann ich ja nichts für, wenn du die komplette History lädst. Ja. Nico, dann Olli. Ich mach's, stehe nur auf Replik zu Danebot und eigentlich nur wegen Heidemarie. Heidemarie hat natürlich einen Text geschrieben und in dem Pad steht übrigens auch nichts zu Sperrklauseln. Der Vorbereitungspad steht eine Menge drin, was jetzt nicht im Antrag ist, muss man dazu sagen. Unter anderem der Absatz zum Hambacher Forst und zum Klimaschutzplan von Heidemarie. Auch aus meinem Bereich stehen da tausende andere Dinge drin, die jetzt nicht im Antrag drin sind. Aus dem Verkehrsbereich stehen im PET viel mehr Sachen, als jetzt im Antrag sind. Da steht nicht nur autonomes Fahren. Wollte ich nur darauf hinweisen, also nicht jeder Bereich, der jetzt nicht in dem Entschließungsantrag ist, war völlig untätig und nicht jeder Referent war völlig untätig. Sondern am Ende muss das Ding ja auch irgendwie in den Entschließungsplan passen. Ich glaube, das PET hätten wir so nicht einreichen können. Ja, da waren halt die entsprechenden Gremien vorher mit involviert und wir haben ja uns so aufgestellt und das beschlossen, dass wir auch von dieser Seite uns unbedingt den Input wünschen und der ist halt da reingeflossen. Wie dann letztlich jetzt die finale Version zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Da müssen wir jetzt dann die einzelnen
Arbeitskreise nochmal befragen. Aber ich glaube, da komme ich jetzt zum wesentlichen Punkt, das können wir jetzt hier nicht machen. Wenn wir das für jeden Punkt jetzt in der Art und Weise hier fortsetzen, das, was vor 3 Wochen beschlossen wurde, jetzt in Frage zu stellen und dann nochmal aufzuarbeiten, weiß ich nicht, wie wir das innerhalb der Fraktionssitzung schaffen sollen, ehrlich gesagt. Also, ich kann zumindest sagen, dass in der ersten Version, die rumging an alle, diese Final 1 oder wie auch immer sie hieß, vor einer Woche genau, da war es drin. Und seitdem steht es da. Und seitdem ist daran anscheinend auch nichts geändert worden. Ich muss das Wort benutzen, Grumpy, tut mir leid, das macht mich einfach so schlau. Die Exegese des Antrags kann jetzt hier nicht weiter nachvollzogen werden. Ob das aus einem Kernarbeitskreis kam oder wer auch immer, es kommt halt irgendwo her. Ändert aber nichts daran, dass es 2 Möglichkeiten gibt, weil es scheint ja sonst keine Kritik zu geben. Wir reden jetzt über einen Absatz und eine Forderung, dass wir jetzt, also mein Vorschlag, außer der Frank möchte dazu zu was anderem was sagen. Außer der Frank möchte zu diesem Punkt was sagen, würde ich bei diesem Punkt jetzt einfach abstimmen lassen, ob dieser Absatz und diese Forderung da drin bleibt oder ob die raus soll. Weil das ist eine ganz einfache Entscheidung, ja oder nein. Und wenn Frank dann zu einem anderen Thema was hat, dann... Ansonsten, Nico, wenn du dazu noch was hast. Ja, nur ganz kurz. Wir können darüber abstimmen. Ich bitte aber dann zu bedenken, dass das ein entsprechendes Signal auch an die Arbeit der Kernarbeitskreise sendet. Ne? Wenn da frühzeitig Textvorschläge gemacht wurden, unter Einbeziehung ja auch der zuständigen MDL, und die dann sozusagen in letzter Sekunde, nachdem zig Beteiligungsmöglichkeiten, Offerten gemacht wurden, dann gekippt werden, weiß ich nicht, wie sich das halt auf die Motivation der dort Tätigen dann auswirkt. Aber das muss ja jeder in der Runde wissen. Gut, jetzt hat der Toso gerade schon gesagt, anscheinend wurde er bei dem Punkt ja eben nicht einbezogen. Ja, sag noch mal was dazu. Dann ist aber gut. Beim repetitiven Teil, aber ist mir egal. Zu den Terminen der Kernarbeitskreise habe ich mehrfach Stellung genommen, mehrfach gesagt, dass ich das nicht schaffen kann, geht nicht. Habe ich andere Termine, haben auch stattgefunden die letzten Wochen. Ich konnte zu keinem einzigen gehen. Habe ich im Vorfeld gesagt, ist keine Rücksicht drauf genommen worden, ist dann so. So, wenn ich mir jedes Pad angucke, was irgendwie bearbeitet wird und ich das nachvollziehen muss, komme ich zu nichts anderem mehr. Meine Woche ist voll genug. Ich habe ständigen Kontakt und arbeite sehr intensiv mit meinen Referenten zusammen. Und ich habe von keinem Referenten in irgendeiner Absprache irgendetwas zu Haushaltsänderungsanträgen in diesem Entschließungsantrag erarbeitet, weil wir da nichts haben in diesen Fachbereichen. So, wenn jetzt von, ich sag mal, fachfremden Referenten da was eingebracht wird, dann erwarte ich, dass die auf diejenigen zugehen, die eigentlich für die Arbeit eingeteilt sind. Nicht umgekehrt. Ich kann nicht der ganzen Fraktion hinterherlaufen, um zu schauen, ob die irgendwo einen Satz reinschreiben, der eigentlich meinem Arbeitsbereich zugeteilt ist. Das ist nicht leistbar. Das funktioniert so einfach nicht. So, und nochmal, wenn das Haushalts- und Finanzteam einen Entschließungsantrag zum Haushalt machen möchte, dann ist das eine ganz andere Nummer, als wenn wir sagen, wir bauen jetzt hier unseren Politikteil einmal komplett auf, was wir im nächsten Jahr vorhaben. Dann ist aber nicht das Haushalts- und Finanzteam, so toll die Arbeit in dem Bereich auch ansonsten ist, einfach nicht federführend zuständig. Punkt. Also nur einen Satz dazu, dann Frank, dann Nico. Das ist kein Entschließungsantrag des HFA-Teams mehr, das ist inzwischen ein Entschließungsantrag, der von allen Referenten bearbeitet wurde. Und es macht auch keinen Sinn, es noch 100-mal zu sagen, dass das ein HFA-Änderungsantrag wäre, Entschließungsantrag. Nein, Nico hat gesagt, das HFA-Team hat nach Input gefragt. Frank, dann Nico, dann stimmen wir ab. Okay. Das sollte jetzt hier, glaube ich, nicht dramatisiert werden, dass es bei dem Entschließungsantrag um mehr geht als Haushaltsänderung. Das sollte allen eigentlich klar sein. Es geht um unsere politische Vision, auch über das nächste Jahr raus. Und der Titel heißt halt auch
NRW muss endlich in der digitalen Revolution ankommen. Investition, Innovation und Integration sind die Säulen der Zukunft. Auch mit dem Titel kann ich nachvollziehen, wie Tose drauf gekommen ist, dass halt dieser Punkt Sperrklausel da nicht so richtig passt. Weil das ist so ein singuläres Verfassungsproblem, wo uns halt hier große Fraktionen demokratiefeindlich entgegenstehen. Das kann man erwähnen, muss man aber nicht. Ich kann mit beiden Varianten leben, also drin oder raus. Wir haben ein kleines Problem, das nicht ganz klar ist, wie es reingekommen ist. Wir haben festgestellt, im PET war es nicht. Das ist das, was die Arbeitsversion vorher war, letzte Woche. Du hast gerade gesagt, seit einer Woche ist es fest im Antrag drin. Die erste rumgeschickte Version, Freitagabend an alle, Michel. Das ist nicht eine Woche her. Freitagabend, OnCloud-Link. Das war die Version. Aber da können wir jetzt auch... Gut. Das ist jetzt auch ein bisschen müßig. Ich finde, es geht beides. Man kann es beides vertreten. Ich werde zweimal mit Ja abstimmen, wenn die Frage ist, ob es raus oder nicht. Ja, dann. Ja, nur noch mal ganz kurz. Ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass das keine Idee von irgendeinem HFA-Team ist, sondern Fraktionsbeschlusslage. Die Fraktion hat sozusagen das HFA-Team darf mit der Koordination die Erstellung dieses Entschließungsantrags extra beauftragt. Das ist keine fixe Idee von irgendeiner Einzelperson, sondern das war der Arbeitsauftrag, den diese Fraktion gemeinsam erteilt hat, neben Haushaltsänderungsanträgen diesen Entschließungsantrag zu erstellen. So, dann kann man sich da nicht aus der Verantwortung dann rausnehmen und sagen, oh, damit habe ich eigentlich nichts zu tun. Gut. Ist das jetzt dann doch und auch geklärt? Also dieser Part ist zugeliefert worden vom zuständigen Referenten. Wie ist er nicht? Wer ist denn zuständig? Kommunal. Wieso denn kommunal? Weil es kommunal ist. Hey, Tose, du hast gerade fünfmal gesagt, es ist Verfassung. Und jetzt sagst du plötzlich kommunal. Ich habe nicht gesagt, es ist Verfassung. Das hat Frage gesagt. Es tut mir so leid. Es wird nicht schwierig. Gut, however. Die Argumente sind ausgetauscht, glaube ich. Möchte noch jemand zu dem Punkt etwas sagen? Dann stimmen wir jetzt darüber ab. Wer dafür ist, dass dieser Teil in den Entschließungsantrag kommt, der möge sich bitte jetzt melden. Achim, Nico, Grumpy. Und Frank. Achim, Frank, Nico und Grumpy. Jetzt will der Frank doch nicht mehr. Wer dagegen ist, dass dieser Teil in den Entschließungsantrag kommt, also diese beiden Teile natürlich, wir reden über unten den Beschlusssatz und den Absatz oben, der möge sich bitte jetzt melden. Das sind Danebott und Toso. Wer sich enthält, der möge sich bitte jetzt melden. Simone. Ups. Ach, geht durch. Simone, Stefan, Olli. Daniel, Dirk, Michel. Frank stimmt nicht mit ab. Gut. Also lassen wir den Textteil in dem Antrag drin. Dann kommen wir jetzt zu Top 2. Außer es gibt zum Entschließungsantrag. Achso, nee, Entschuldigung, kommen wir nicht. Entschuldigung. Wir lassen das drin. So, einen habe ich vergessen. Toso, was tust du gerade? Warum? Es gibt keinen anderen Grund.
das Gefühl, dass er angepisst ist. Gut. Ja, aber vielleicht habe ich das auch als Einziger. Gut. Na, soll das so sein? Er kann so angepisst sein, wie er will. Das ist kein Grund zu gehen. Das ist aber überhaupt kein Grund zu gehen. Wenn er jetzt geht, andere nicht kommen oder gehen, das ist doch hier, mein Gott, also mich juckt das hier nicht mehr. Also mich juckt das sehr wohl, wenn hier einer rausgeht, zumal jeder hier weiß, dass wir Beschlüsse auf der Tagesordnung stehen haben, für die wir 12 Leute anwesend brauchen. Für die wir vor allen Dingen seit 4 Wochen. Ja, und für die wir seit 4 Wochen warten. Ist auch egal. Also ich stelle fest, wir sind noch 12 Leute. Das muss ich tun, laut Satzung. Und wir machen weiter mit einem weiteren Aufruf. Möchte noch jemand etwas zu diesem Entschließungsantrag sagen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Der Daniel. Ja, ich habe ja leider den Anfang der Diskussion verpasst. Dafür möchte ich mich auch noch mal vielmals entschuldigen, dass ich erst etwas später gekommen bin durch die Zugverspätung. Ist auch egal. Also nicht ist egal, dass ich zu spät komme, sondern egal warum, ist halt meine Schuld. Whatever, wenn ich das ausblende, dass es hier offenbar in einigen Teilbereichen, ich sag mal im Vorfeld, zu Abstimmungsschwierigkeiten gekommen ist, wo ich auch verstehen kann, dass dann ein zuständiger Abgeordneter irgendwie angepisst ist oder sowas, möchte ich die Gelegenheit nutzen, einfach hier zu sagen, dass ich den Antrag im Großen und Ganzen ziemlich geil finde und eine ziemlich coole Zusammenfassung eben unserer Politik oder auch unserer Vision in einigen Teilbereichen. Ich finde das gut. Ich glaube, dass das einer der besten Anträge ist, die wir hier bislang fabriziert haben, wenn ich das so für mich zusammenfassen darf. Also vielen Dank allen, die daran beteiligt waren. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Doch, das ist der Fall. Ich stelle mich noch einmal selbst auf die Liste. Ich möchte nur eins sagen. Bei all den Abstimmungsschwierigkeiten, über die wir jetzt geredet haben, ist die erste Version dieses Antrags vor einer Woche rumgegangen, nicht in irgendeinem Pad, sondern per Mail. Marbo, kannst du mir noch mal diese E-Mail zeigen, die an alle rumgegangen ist, die du mir gerade gezeigt hast? Du hattest sie auf. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Von mir aus war es auf Freitag. Dann ist es jetzt 4 Tage her. Von mir aus war es auch Montag, dann war es 24 Stunden her. Es ist nichts dazu gekommen an Kritik und es gibt auch nur diesen einen Punkt oder beziehungsweise 2 Punkte. Umwelt ist ja der 2. Punkt. Moment, es ist nichts dazu gekommen, wo jetzt hier gemeckert wird. Also Daniel, ich kann das verstehen, wenn du sagst, es scheint Abstimmungsschwierigkeiten zu geben. Die liegen aber weder auf Referentenseite noch auf Seite derjenigen, die an diesen... Ich möchte das aber bewerten. Ich möchte das bewerten und möchte sagen, es ist halt vorher nichts gekommen, sich jetzt hier hinzusetzen. Ich finde es schwierig. So. Dann nochmal der Aufruf nach weiteren Wortmeldungen, nachdem meine jetzt beendet ist. Es gibt keine mehr, dann lass jetzt darüber abstimmen, darüber, ob wir diesen Entschließungsantrag einbringen, in der Form, wie sie final heute von Grumpy rumgeschickt wurde, ohne weitere Änderung. Wer dafür ist, der möge sich bitte jetzt melden. Das ist einstimmig. Schön einfach. Der Grumpy geht jetzt eben hoch und schiebt es sofort an. Voll gut. Je schneller, desto. Stelle fest, wir sind da nur noch 11 Anwesende. Ja. Alles gut. Ich muss ja nur die Zahl feststellen. Das habe ich hiermit getan. 11. Und wir kommen zu Top 2, Bericht des Vorstands der Pressestelle. Wir fangen an mit Ingo, weil er sich schon das Mikro zurechtrückt. Nicht? Doch, auch rein. Okay. Ja, schönen guten Morgen. Der Kommunikationsfahrplan, den haben wir rumgeschickt vergangenen Freitag. Es gibt mittlerweile eine Änderung. Heute werden wir uns nicht zu der 100. Plenarsitzung äußern, aus diversen Gründen, die ich aber jetzt an dieser Stelle nicht mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit näher erläutern möchte. Das heißt, wir haben morgen das Thema Haushalt und die Elefantenrunde und am Donnerstag die unsere Anträge logischerweise und auch ein Statement von Simone in der Pipeline in Vorbereitung zu den Anträgen
der CDU zum Thema der Flüchtlinge. Für die aktuelle Plenarwoche haben wir uns was Neues überlegt. Wir würden gerne die Reden an die Journalisten geben und dafür wäre es ganz praktisch, wenn wir die Reden vorher kriegen würden. Am besten, ja, was Neues, einfach mal sagen. Am besten einen Tag vorher. Wir nehmen sie auch 2 Stunden vorher. 2 Stunden nach der Rede brauchen wir sie nicht mehr. Danke. Jo. Fertig. Bericht des Vorstands, ich sehe es gerade, du hast natürlich recht, da gibt es natürlich dieses Protokoll, dann kann ich nochmal fragen, ob es Fragen zu dem Protokoll der gestrigen Vorstandssitzung gibt. Dann kommen wir jetzt zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Bis auf die 6 neuen Vorlagen, 2 alten Vorlagen, die heute zur Beschlussfassung vorliegen, habe ich eigentlich nicht zu berichten, außer dass ich mich freue, dass ich am Montag Urlaub habe und der bis zum 6. Januar dauert. Ja, so schnell geht das hier, so schnell. Hatten wir nicht gesagt, Urlaub muss einstimmig? Nee, im Konsens haben wir gesagt, ne? Von allen 20. Ja. Er ist auch ein Motivator. Lass ihn doch mal seine Batterien aufladen. Nee, gibt keine Batterien. Nee, wie nee? So, wo fangen wir denn an? So, ich sortiere kurz die Beschlussvorlagen. Die sind ja alle schön durchnummeriert. 35, 36, 37 vor 36. So, und hier haben wir noch die. So, mein Gott, jetzt hat er es. Okay. Top 4. Außer jemand hat, Moment, hat jemand Fragen an Hartmut? Nicht der Fall. Top 4. Änderung. Jetzt muss ich wieder mein Handy aufmachen. Warum sich das immer abschließt, muss mal noch mal jemand sagen. Ja, das können wir tun. Ich dachte, dass es irgendwann mal vorbei ist mit diesem Laden, Punkt, Punkt, Punkt. Damals, als ich noch so analoges Internet hatte und www für weltweites Warten stand. Ah, damals. Als der Schnee noch weiß war. Der Browserkrieg. Wenn man 5,99 für die Online-Stunde bezahlt hat, damit man 2 Byte runterladen konnte. So. Als die Telefonrechnung 700 Mark teuer war, weil man nachts vergessen hat, das Modem auszuschalten. Ja, also Top 4, Top 5 können wir aufgrund der anwesenden MDL-Zahl nicht machen. Dann ziehen wir jetzt erstmal Top 6 vor. Beschlussvorschlag zur ÖPNV-Veranstaltung, Beschlussvorlage B39 2015. Ihr habt die Vorlage, ihr habt das Konzept dazu. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen, irgendetwas? Der Daniel. Sorry. Ich finde das alles gut. Ich habe eigentlich nur eine rein formelle Sache. Ich finde die Beschlussvorlagen großartig. Und das meine ich ohne jegliche Ironie, die finde ich wirklich gut, also auch von der Form her. Blöd ist allerdings, also A, ich komme momentan nicht in, also ich persönlich komme gerade nicht in meinen Zimbra Webmail-Client hier von dem Rechner. Ich kann also nicht auf die Beschlussvorlage zugreifen. B, für die Nachwelt sind ja so Protokolle dann letzten Endes auch gedacht. Da kann natürlich niemand was anfangen mit Vorlage B39 2015. Ich würde einfach anregen wollen, dass wir die dann irgendwie in der Cloud oder sonst wo gespeichert haben, dass die dann auch im Protokoll mit irgendwie verlinkbar oder sowas sind. Das finde ich sehr schön. Okay, ich höre gerade von meiner linken Seite, das kriegen wir für die öffentlichen Beschlussvorlagen natürlich hin. Klar. Danke. Ja, die lagen auch im Fach, aber wenn er sie nicht dabei hat. Also, wir werden sie an die Protokolle
anhängen. Wir werden dann die hochladen, die öffentlich sind, und die nicht öffentlichen schriftlich zu den nicht öffentlich schriftlichen Protokollen legen. Das ist ja kein Problem. Gut. Gibt es weitere Anmerkungen zu Beschlussvorlagen und oder also zu dieser Beschlussvorlage B39/2015? Ich kann noch mal sagen, es geht um die Kampagne NRW-fahrscheinfrei ohne Schließen, Anführungszeichen. Olli, Hartmut? Wie wir sie durchführen, geplant ist ja, dass wir mit der PIKO stärker zusammenarbeiten. Im KVT-Bereich ist das jetzt schon angedacht, hier ja auch. Aber wie wir das konkret umsetzen, ist ja der zweite Schritt. Hier geht es jetzt erstmal um das Konzept, weil laut Finanzordnung müssen Veranstaltungen von der Fraktion genehmigt werden. Und hier geht es um den Etat, damit wir wissen, das ist der Verfügungsbereich, über den wir sozusagen reden. Das sind die beiden Punkte. Alles andere ist Operationalisierung, die wir dann zügig angehen, wenn der Beschluss gefasst ist. Okay. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, warten wir kurz aufs Protokoll. Okay, dann stimmen wir ab über die Beschlussvorlage 39/2015. Wer ist gegen diese Beschlussvorlage? Das niemand. Möchte sich jemand enthalten? Das auch niemand. Möchte jemand nicht teilnehmen an der Abstimmung, Frank? Dann haben wir das einstimmig beschlossen. Jetzt ist mein Handy wieder abgeschlossen. Es ist zum Weinen, ehrlich. Aber das Pad lädt wenigstens nicht neu. So, das war Top 6. Dann sind wir leider immer noch einer zu wenig. Ich ziehe vor Top 8. Mitglied für die Arbeitsgruppe Energievorbild Landtagsgebäude. Aus organisatorischen Gründen sollte das heute am 8.12. beschlossen werden. Hat wohl nicht geklappt. Vorschlag ist, Danebot und die Energiereferenten nehmen dies zukünftig wahr. Das bleibt der Vorschlag. Dann frage ich, gibt es dazu Diskussionsbedarf? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist die Abstimmung, soll Danebot Mitglied der Arbeitsgruppe Energievorbild Landtagsgebäude werden? Ist jemand dagegen? Möchte sich jemand enthalten? Nein, dann ist das einstimmig Top 8 abgearbeitet. Boah, voll gut. Jetzt könnten wir einsteigen in Top 7. Da nehme ich ja jetzt aber Grumpys Laptop hier. Da habe ich jetzt aber keine Lust, zu Dinge zu tun. Ja, komm, wir machen erst Top 7. Ja, ein bisschen flexibel sein hier. Hallo Grumpy, falls du im Stream zuguckst, ich habe mal kurz deinen Rechner genommen. Das Plenarpad. Gehen wir einmal die Tagesordnung durch. Wir fangen an bei Mittwoch. Nachwahl Schriftführer, alles gut, ohne Debatte. Haushaltsgesetz. Elefantenrunde Gedöns. Mit ganz vielen in Verbindung mit, das kannst du runterscrollen, Adelina, der lädt hier noch. Also der Grumpy, ich erkläre das kurz für den Stream, der Grumpy ist Admin. Und wenn man Admin ist, lädt das Pad alle Inhalte inklusive der kompletten Historie. Das heißt, hier dauert es immer etwas lange, bis so ein Pad fertig geladen hat. Da gibt es, also Redner können wir eintragen, warum haben wir irgendwie noch nicht, egal. Also Referenten ist klar, Haushaltsreferenten, die Rede teilen sich Dietmar und ich auf in einem Verhältnis von etwa 35-10. Du bist ein Fuchs. Du bist ein Fuchs. Ja, Abstimmungsempfehlung. Ablehnen? Entschließungsantrag annehmen, genau. Ja. Ablehnen, Entschließungsantrag annehmen.
aber ich glaube, dass das bei Haushalt relativ klar war und die Zielrichtung steht im Entschließungsantrag. Sehr verwirrend. Bei Haushalt sowas. Ja, unseren EA annehmen natürlich, ne? Wenn es noch andere gibt, die... Ich wollte gerade sagen, da sind ja einige mit direkte Abstimmung, was hier alles in Verbindung mit ist. Das lehnen wir auch alles ab, oder? Gibt es da noch irgendwo eine Enthaltung oder daran zweifle ich natürlich irgendwie eine Zustimmung? Nur um das klarzumachen, dass wir alles andere ablehnen außer unserem Entschließungsantrag. Ist das richtig? Ich kann das zum Versorgungsfondsgesetz jetzt nicht sagen. Das ist das Einzige, wo ich mir unsicher bin. Bei allem anderen, GfG und so, haben wir Änderungen, werden abgelehnt, lehnen wir ab. Kann jemand was sagen zum Versorgungsfondsgesetz? Sonst müssen wir das schnellstmöglich klären. Dann klären wir das schnellstmöglich. Danke. Wobei ich sowieso zu den Referenten gerne dann noch gleich den Hinweis werfen würde, dass da noch kurz was reingeschrieben wird. So, oh Gott, das hat fertig geladen. Dafür ist es hier nicht bunt. Na dann. Gibt es Top 3, ist jetzt Donnerstag Top 1 in Verbindung mit der Klimaschutzplan, neu 3, sicheres Schwimmen, da liegt alles vor, wir stimmen zur Überweisung zu, Top 5 liegt alles vor, ist eine Ablehnung gesetzt zur Neuregelung und so weiter, 6 haben wir neu ohne Debatte Zustimmung, 7 Grundwasser und Natur ist alles drin, also neu 6, darunter gibt es auch eine Erklärung, die etwas größer ist. Bei 8 ist, das ist die Staatsvertragsgeschichte, da haben wir schon mal drüber geredet. Da gibt es eine Zustimmung. Da fehlt der Redner, genau. Top 8, Top 9, das sind zwei unterschiedliche Teile. Top 8 erst noch. Da drüber. Also ist auch... Rundfunkänderung, Staatsvertrag. Gibt es jemanden, der da reden möchte zu dem Thema? Nein, das ist ja, das war auch Kultur und Medien, federführende, Federführung ist nur, weil es ein Staatsvertrag ist im Hauptausschuss. Gibt es da was zu Kultur und Medien? Ich gucke mal so Richtung Werbung. Rundfunkänderung, Staatsvertrag. Top 8 und Top 9. Möchten Sie dazu reden, Herr Lammler? Ja. Es sind zwei unterschiedliche Tops, ne? Direkt hintereinander. Dann tragen wir zweimal den Lukas da ein. Nein, Staatsausschuss. Du warst abgelenkt, ja, richtig. Ich sag's nochmal, das ist nur im Hauptausschuss, weil es ein Staatsvertrag war. Ja. Die Anhörung war Kultur und Medien, ne? Also, und Haupt. Ja. Könnt ihr euch das nicht teilen? Pass auf, Lukas, möchtest du reden oder nicht? Ja. Gut, dann rede ich da zweimal. Trag ein, ist mir egal. Lächeln und winken. 9 ist das gleiche im Grün, nur ein anderes Thema. 10, Gesetz zur Errichtung Pensionsfonds, haben wir alles drin, ist eine Ablehnung. 11, Gesetz über die Sicherheit von Häfen und so weiter, haben wir alles drin. 12, Gesetz über Abschiebehaft, ist auch alles drin. 13, alles drin. 14 ist eine Einbringung. Stopp. Was denn? Was ist denn mit eventuell eigener Entschließungsantrag? Kommt der noch? Oder? So? Okay, anscheinend kann ich im Pad nichts verändern, was ihr seht. Ich bin bei 12. Da, 12, Dirk. Da steht 12 Frank. Also ich kann nicht mitarbeiten, schade. Also bei 12 redet Dirk. Nee, ich habe keinen Dior geschrieben. Bei mir steht Dirk. Tut mir leid. Lassen wir das. Okay, 14 Einbringung, 15 Einbringung, 16 ohne Debatte, Abkommen, Übereinigungsabkommen. Na gut. Jetzt wird irgendeine Verbindung wiederhergestellt. 17 ohne Debatte, 18 ohne Debatte, 19, 20 ohne Debatte, Donnerstag. Aktuelle Stunde zum Klimavertrag von Paris. Danebot haut drauf, keine Gefangenen. Jetzt steht hier noch drunter
Verbindung zum Referenten wurde unterbrochen. Na gut. Hier steht jetzt nochmal drunter bei mir Referentin, Rednerin 1, 2. Das ist ja aktuelle Stunde, das heißt, da kann noch jemand reden. Keine Gefangenen ist der zweite Redner. Gibt es einen zweiten Redner oder redest du zweimal? Bisher gibt es keinen zweiten Redner. Okay, also zur Not dann aber zweimal. Ja, ich kann zweimal, kein Problem. Also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, meine Rede so 5-6 Minuten oder so draufhauen. Und dann noch erwidern, ja. Und in der zweiten dann einfach auf das einzugehen, was die anderen so gesagt haben. Gut. Okay, dann aber zweimal. Dann können wir den Block darunter, glaube ich, auch wegnehmen. Weil Referent steht schon oben, Abstimmungsempfehlung steht oben, Zielrichtung steht oben. Zwei Arbeitsmarktintegrationen haben wir alles. Bei der Zielrichtung gilt das unter Top 3 Gesagte. Na dann. So, 3 ist nochmal Arbeitsmarktintegration. Ich warte nur, bis ihr die aktuelle Stunde nochmal. Gut. 2 und 3 ist beides Arbeitsmarktintegration, Integration. Warum das zwei getrennte sind, keine Ahnung. CDU wollte das so, haben wir aber alles stehen. Du musst die CDU fragen. Ja, nee, ich will die gar nicht fragen. Viertens. Schulen in freier Trägerschaft steht alles. Fünftens, kein Zwangseimer von Smart Mietern, haben wir auch alles stehen. Sechstens steht alles, siebtens fehlt. Oliver meldet sich. Ich dachte eigentlich, dass das geschoben wird auf Januar. Wurde ich jedenfalls gefragt. Hat irgendjemand dagegen gestimmt? Dann haben wir nicht drüber geredet, okay. Im Ältestenrat. Seltsam, okay. Müsstest du dann rausfinden. Lass mal deine Kontakte spielen. Ich dachte, ich hätte keine Rede. Okay, alles klar. Okay, jetzt hast du eine. Ja, wenn es da irgendwelche neuen Infos gibt, gib sie rüber. 7, Investitionen und Unternehmensgründung in Nordrhein-Westfalen. Da fehlt ein Redner. Das ist Wirtschaft. Wer redet zur Wirtschaft? Der Redeschlott. Sehr gut. Der Joachim übernimmt den Redeschlott. Davor Hochschule, könnt ihr gut tauschen. So, dann bei 7, ich kann das nicht, ja, steht Joachim jetzt gut. Bei 8 haben wir alles stehen, bei 9 haben wir die Zielrichtung, kommt noch, darunter steht aber ein großer Block, ich glaube, das kommt noch, kann weg. Ja, also im Prinzip nur vergessen, das da reinzuschreiben. Die Änderungen, die Rot-Grün will im Verhältnis zum Bund, sind für mich okay. Also das ist besser als das, was der Bund vorhat, was Rot-Grün hier vorschlägt. Gut. Dann kann Zielrichtung, kommt noch da raus, bitte. Und dann haben wir noch 10, irgendwas mit Museen. Jetzt scrollt es hier nicht. Achso, da ist schon Ende. Dann haben wir noch einen Eilantrag, Fragestunde und unser Antrag, Datenschutzkultur an Schulen verbessern. Da ist der Referent, der Johannes. Redner wird der Michele wahrscheinlich sein. Die Abstimmungsempfehlung ist, ja, unseren eigenen Antrag lehnen wir natürlich ab. Ja, Zustimmung, bitte. Es passieren hier wieder Dinge. Das ist Technik hasst mich heute. Also eigentlich immer. Scroll wieder ganz runter. Abstimmungsempfehlung, Zustimmung und Zielrichtung. Ja, schreibt der Johannes da noch rein. Machen wir. Okay, haben wir für den ersten und den allerersten und den allerletzten Top noch was zu tun. Ansonsten gibt es Fragen zum Thema Plenum noch? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir Top 7 durch. Dann springen wir jetzt zurück zu den Beschlussempfehlungen. Vielleicht sollen wir 10 Minuten Pause machen? Nö, ich habe noch ein paar Beschlussempfehlungen. Und dann können wir Pause machen. Okay. So, ich gucke jetzt nur welche. Die geht nicht, die geht nicht. Geht nichts mehr. Die geht. Eine Beschlussempfehlung, die wir hinterher nicht öffentlich protokollieren würden, B35, Beschluss Vorschlag zur Stellenbesetzung, Verstärkung der Arbeit für den PUA BLB und PUA West LB.
Nicht öffentliche Vorlage. So, gibt es dazu Diskussionsbedarf? Es gibt keinen Diskussionsbedarf bei dem Punkt. Ja, natürlich stimmen wir das ab. Warum denn nicht? Ja, warum? Ich hatte doch gerade gefragt. Hä? Ja, ich sage keinen Namen, ich sage nur, wir stimmen über diese nicht öffentliche Vorlage ab. Also du möchtest diskutieren über den Beschlussvorschlag, nicht über die Vorgehensweise, über diesen Vorschlag. Ich möchte gegen die Vorgehensweise einschreiten. Ich muss kurz überlegen, wie das immer heißt in diesen Berichten, die in den USA. Ja. Das ist auf jeden Fall nur die Vorlage. Ich würde nur die Beine, keine Sorge. Warum? Es geht auch um den Schutz der persönlichen Daten. Ich habe keinen Namen genannt. Es geht um diese Beschlussvorlage. Ey, wir haben darüber gestern im Vorstand geredet, Frank. Wir haben gesagt, dass wir das so einbringen, dass wir darüber so abstimmen lassen. Jetzt hast du auf einmal... Genau. Gut, wir stimmen nicht über B35 ab, weil ich irgendwas falsch gesagt habe. Hast du auch etwas dagegen, über B36 abzustimmen, ohne dass ich den Titel nenne? Okay, hast du auch was gegen? 37? Ja, auch gut, stimmen wir auch nicht ab. 38, Beschlussvorschlag zum K-Office. Hast du was dagegen oder dürfen wir? Da wollen wir auch drüber reden. Gut, wollen wir auch drüber reden. Dann machen wir jetzt Raucherpause von 3 Stunden oder so ähnlich. Also bis Grumpy wieder da ist. 20 nachts treffen wir uns wieder hier. Für den Stream, wir sind durch. Danach kommen nur noch nicht öffentliche Teile, weil alles, was jetzt noch zu beschließen wäre, in den nicht öffentlichen Teil gezogen wäre. Moment, ich habe noch eins. Wir hätten noch einen Top Sonstiges und Umlaufbeschlüsse. Umlaufbeschlüsse gab es keine. Sonstiges, hat jemand was zum Thema Sonstiges? Weil wenn dann nichts kommt, machen wir jetzt tatsächlich bis 20 nach Pause. Das scheint so zu sein. Dann schließe ich jetzt die Sitzung, den öffentlichen Teil und wir sehen uns 20 nach zum geschlossenen Teil wieder. Achso. Ist das die letzte Sitzung? Ich dachte, wir machen eine völlig entspannte nächsten Dienstag. Hat ja, wir haben abgemacht, wir machen nur in den Ferien keine Sitzung. Machen nur in den Ferien keine Sitzung. Gut, da ich aber nächsten Dienstag außerhäusig bin, verabschiede ich mich hiermit von den Zuschauern. Also ich gucke dich jetzt an, stellvertretend für die Zuschauer. Der Mann hinter der Kamera. Lieber Mann hinter der Kamera, Namen darf ich nicht nennen, wir sind im öffentlichen Teil. Ich wünsche dir alles, was man sich so wünscht. Wir sehen uns in 2016.